Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Die Streamer-Challenge ist bei Tag 2 angekommen, beziehungsweise liegt hinter uns und wir mussten an diesem Tag auf Customs unsere Task bestreiten. Die Tasks sahen ähnlich aus wie an Tag 1. Streamer-Items finden, hier in dem Fall Reshalla töten oder seine Guards, das gab alles nochmal ein paar extra Punkte. Wesentlich für mich waren wieder die Scav-Kills und diese musste man mit dem Sturmkarabiner erledigen, damit man da auch nochmal einen extra Punkt pro Scav-Kill bekommen hat. Ich habe an dieser Stelle die RFB für mich gewählt, weil ich sie in der Vergangenheit auch schon öfter mal benutzt habe und ich sie vom Handling her auch ganz gut finde. Viele bestreiten natürlich das gerne mit der SVT, die durchaus auch gut ist, aber bei meinem Aim brauchte ich doch wenigstens ein bisschen auf Midrange agieren kann, aber auch auf Longrange, weil die Scav-Kills bzw. die Sniper-Scav-Kills auch nochmal extra Punkte gaben. Auf jeden Fall verlief der Tag auf Customs für mich etwas erfolgreicher als auf Interchange und so habe ich es auch ein paar Mal mehr lebend aus dem Raid geschafft und auch mit dem ein oder anderen Streamer-Item. Aber ich will auch gar nicht zu weit vorweggreifen. Ich habe euch hier den Stream wieder einmal bis auf die Raids zusammengecuttet, damit ihr euch das einmal geben könnt für die, die es verpasst haben oder die sich das einfach nochmal etwas kompakter anschauen wollen. Das soll es aber auch schon wieder mit meinem Gebabbel gewesen sein. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Nice. So geht's gut los. Das wird mir jetzt allerdings schon auch von der Zeit abgezogen. Aber wenn ihr euch auch das Scoreboard anguckt, ihr seht, da sind manche Leute dabei, jenseits von Gut und Böse, wo ich nicht weiß, wie zum Teufel die das gemacht haben. Die haben teilweise in... keine Ahnung, also die haben in diesen Stunden 48 Raids geschafft, fast 600 Scavs gekillt, 600. Also, hallo? Waren die allein auf der Map? Waiting Session Start. Ich glaube, ich lebe nicht mehr. Ich lebe noch. Oh, er hat mich sogar genau hier abgesetzt. Okay, jetzt gucken wir kurz, ob Rubberbanding aufgehört hat. Scheint so. Und dann liegt es doch nicht am Server, aber ich habe doch auch keine Verbindungseinbußen gerade. Okay. Ich habe einen Soundfehler. Scav-Kills und 15 mal Boss-Kill. Oh mein Gott, ja. Du, wie gesagt, in dieser Liga werde ich nie mitspielen. Ich weiß auch nicht, was mit die Leute, keine Ahnung, was die ist. Die spritzen sich wahrscheinlich in echt Adrenalin. So, wir können immer nochmal auf die Suche gehen nach Essen trinken. Tieblatt? Oh. Das ist auf jeden Fall... oh. Ist egal. Das ist auf jeden Fall keine bei der Streamer-Challenge, denke ich. Weil er keine... ist keine Salt. Carbine benutzt. Ich höre keinen Scavarino. Hätte jetzt gern hier einen Scav-Spawn gehabt.
Ja, wir haben hier keinen Scav, das heißt, wir gehen rechts rüber, Garagen, da könnten wir möglichst viele Scavs haben. Das ist so von der Seite aus hier die beste Route, um Scavs zu kriegen. Natürlich auch Spieler, weil die Raider da in der Ecke sein können. Aber bleibt da nie aus, ne? Ja, ich sehe da drüben keine Bewegung. So gar nicht, gar nicht. Ich habe gerade einen Scav gesehen. Glaube ich, dass es ein Scav war. Scheiße. Drüben sind Spieler. Auf der anderen Seite, direkt gegenüber von mir, ist ein Spieler auf der Ecke. Okay, und Spieler. Dumme ist, das bringt uns jetzt natürlich nicht wirklich was. Hier ist ein Scav bei mir links. Aber auch ein Spieler rechts.
So. Ich denke, es dadurch war ein Spieler, den will ich ja gar nicht haben, aber... Ich höre was. Buschrascheln? Hinter mir, also hinter mir ist immer noch der eine Spieler, der... Oder links von mir immer noch der eine Spieler, der die Leute, der die Scavs hier auf Distanz wegmacht, glaube ich. Ein Kacks-Eckencamper wieder. Oder war das der Sniper-Scav? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, oben vom Skeleton gewesen. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich weiß halt echt nicht, ob es vom Skeleton ist oder von woanders. Irgendwas geht hier. Der verfolgt mich.
Und der ist ein Scav. Danke, Diablo. Na komm raus. Den Scav schießt er nicht. Okay. Wir nutzen aber, glaube ich, eher die Zeit und gehen hinten Richtung Scav Base. Okay. Gut, dass ich noch nicht bei Dorms vorbei bin. Vor mir der Spieler, oder der Spieler eben hat anscheinend den Scav, der hier drin ist, erschossen und watschelt da jetzt auch noch rum, aber ich werde mich jetzt gleich Richtung Scav Base aufmachen und noch ein paar Scavs holen, bevor die Zeit hier abläuft. Und das ist immer noch der Scav. Hört sich hart danach an. Okay, es war doch nur der Scav, aber ich dachte, der wäre vielleicht erschossen worden. Gut. Ziehen wir uns mal ein bisschen rüber.
Sniper-Scav ist noch da. Aber welcher ist das? Der ist es nicht. Oder ist das der Sniper-Scav? Hat sich angehört wie Sniper-Scav, oder? Okay, dann gucken wir jetzt mal, ob wir ein paar Streamer-Items dabei haben. Kein Streamer-Item. Kein.
Oh, mega Lags, Alter. Okay, der ist noch drüben. Da gerade hin, wo bist denn du? Okay, es war auch nicht der, den ich gehört habe. Bisschen zu ungenau die Knifte.
keine Streamer-Items für mich. Nur noch schnell ein bisschen Kack mitnehmen, um ein bisschen Geld zu machen. Okay, da lebt noch einer. Oh mein Gott. Wo ist der? Aber glaube ich noch ein Scav-Player in der Halle am Looten, aber das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. So, dann gucken wir mal, was wir gemacht haben. Bisher, was haben wir geschafft? Den einen Bier, das ist ja nun völlig egal. Zwei Sniper-Scav. Ach, zwei Snipers, geil. Punktzahl, Punktzahl über Punktzahl, ja da. Alles nochmal extra Punkte. Ja, 15 oder 14 Stück. Doppelte Punktzahl, das ist schon cool. Links ist hier. Okay, darüber will ich nicht. So, ich will gleich hinten Richtung Scuffing. Da gibt's mehr zu holen als hier vorne.
So, kann jetzt sein, dass wir Spieler hier vorne kriegen, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen vorsichtig. Scavs höre ich in der Halle noch nicht. Okay, das war ein Pistol Runner. Okay. Das heißt auf jeden Fall schon mal das grob, wo er hergekommen ist. Und ich jetzt eigentlich erstmal nichts erwarten sollte. Eigentlich. Кепка ёбаная!
Auch kein Streamer-Item. So, weiter geht's. Vielleicht ist ja noch der eine oder andere Scavy Boy. Das ist das zweite Mal, dass hier nichts ist, ey. Sniper-Scavs sind auch nicht mehr da, wie es scheint. Keine Ahnung. Die Maske, ist das ein Streamer-Item? Ich glaube nicht, ist kein Lila dran. Okay, oben war schon mehr drin. Hinten rennt kein Scavy Boy mehr rum. Thank you.
Auch kein Scabby mehr. Doch, da ist noch ein Scabby. Die Frage ist, wo rennt der Boy rum? Okay, er hat mich gesehen. Ja, das Geländer hat einfach mal die Hälfte meiner Kugeln abgefangen. Finde ich auch richtig nice. Eins ultra nice. So, ich denke, wir gehen von hier über Tanke. Müssen hier ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich jetzt der Laufweg ist für die Leute, die raus wollen. Okay, also das Visier flimmert ein bisschen. Das Visier flimmert ein bisschen, das irritiert. Ich weiß nicht, ob es jemand da, vielleicht ist auch Gewöhnungssache. Und mein Aim war natürlich auch extrem potato-mäßig schlecht. Also, das kann man jetzt auch nicht schönreden. Ich könnte jetzt nochmal außen rum gucken. Wieder keine Streamer-Items dabei. Ich gucke jetzt bei Bushaltestelle. Dann sehe ich zu, dass ich rüber zur normalen Baustelle komme. Hoffe, dass da vielleicht noch was ist.
Kein Streamer-Item. Frage ist, wo ist der Skeff, den ich gerade gehört habe? Da unten. Frage ist jetzt, auf wen schießt denn da drüben jetzt noch irgendwas? Das ist der Dingens-Sniper. Wo ist er jetzt hingegangen? Ist er tot? Ist tot. Okay. Skeff gehört. War hier nicht noch ein Skeff?
war, glaube ich, auch noch ein, entweder ein Spielerscap oder eine Wolle. Bitte pimpen. Bim, bim, bim. Und wieder Leben draußen. Und diesmal haben wir, glaube ich, einen Streamer heute dabei, oder? Entschuldigung. Achso, ja, der Spieler, klar. Alles gut. Das ist Bambi. Sind auf jeden Fall auch wieder gut Punkte. Sind gut Punkte. Und ich glaube, ein Streamer-Item dabei. Oh, das Wetter. Oh mein Gott. Here we go again. So, selbe Taktik wie eben.
Zählt die RFB als Assault Carbine? Ja, ist so eine. Also bei im Tarkov Wiki auf jeden Fall. Ich habe meine Punkte jetzt noch nicht nachgeguckt, aber es sollte hinhauen. So, wir machen es kurz wie eben. Ich warte kurz die ersten ab und warte die Scav-Spawns ab. Spielerkills bringen mir immer noch keine Punkte. Also was würdest du die RFB denn sonst zählen, wenn ich als Assault Carbine? Ist ja eine automatische Einzelschuss. Also eigentlich das, was eine Assault Carbine ausmacht, oder nicht? Ich höre natürlich bei dem Regen jetzt viel zu wenig. Marksman? Okay. Aber Marksman... Ich weiß es tatsächlich gar nicht, also... Müsste ich mal im Score gucken. Aber ja, hast recht, okay. Dann ist gut. Weil ich ja doppelten Punkte brauche. Ist auch im Handbook so, okay. Sehr nice. Ich habe schon gedacht, ich habe falsch recherchiert, ey. So, da vorne geht es ein bisschen ab. Ich will da hinten hin. Aber die Spieler, die hier rüber rushen wollen, will ich halt nicht haben. Cheat-Wetter. Ah, es könnte gut sein, dass der gerade ein Streamer-Item auf hatte. Oh, das sah gerade aus wie ein Schatten, Alter. Ich bin der Meinung, hier drüben waren Schüsse. Kann mich natürlich auch irren, aber... Auf wen ist der Aggro?
Ist der Scabby jetzt tot, oder? Das sind, glaube ich, Scavs. Kein Streamer-Item. Okay, irgendeine andere Halle. Aber da ist vorhin noch ein Scab in den Waggon reingerannt. Würde gern wissen, ob der da immer noch ist. Das Wetter ist nicht schön. Das ist eine SVT. Das Problem ist gerade, dass der beschossen wurde. Die Frage ist jetzt, ob der den anschießen wollte, noch sucht. Und gleich hinterher rennt oder nicht? Ich glaube, das war eine SVT, die da gerade geschossen hat. Na, kommt er noch? Weil ich glaube, hier gehe ich nicht raus. Hier hat er der Vision drauf, dann gehe ich wieder vorne rum.
Ja, die 20 Sekunden warte ich noch ab. Ja, Diablo. Ich hab mich fast erschreckt. Gestern habe ich so viele Herzinfarkte gekriegt, ich glaube heute kriegen keinen mehr. Ja, zumindest ist es jetzt aus der Richtung hier, glaube ich, ein Beschuss, so nicht ohne weiteres möglich. Okay, auf geht's. Zwei Stück. Zwei Leute waren da drin, okay. Aber ich wusste, die wurden, der Scap wurde von irgendwo beschossen, das war dann von hier. Zu zweit standen sie da. Schade. Haben wir ein bisschen den Run versaut gerade. Oh, no way. Sandwich Spawn. Nee, links hinten rum. Ich will zu dem Zwischenstück. Spieler. So, immer dran denken, Spieler bringen mir keine Punkte. Das wäre jetzt Zeit- und Munitionsverschwendung. Finde ich ein bisschen blöd gemacht, dann hätten sie es wenigstens machen sollen, dass Spieler auch einen Punkt geben oder zwei. Okay, entweder hat den Sniper gerade schon einer weggemacht. Okay. Walli, Walli, grüß! Ja, wo ist der andere Scav?
So, die zwei, die hier lang gekommen sind, müssen hier gespawnt sein. Ist die Frage, ob jetzt noch hier wer anders lang kommt oder ob ich hier jetzt vielleicht meine Ruhe habe. Auf der anderen Seite drüben ist auf jeden Fall Action, also irgendjemand macht da auch ein bisschen was weg. Ich stack mal kurz. Ich kann ganz ehrlich gerade nicht sagen, was für ein Schuss das war. Könnte sein, dass das der andere Scaffer, den ich gehört habe. Oder ein Spieler, der in Verlängerung geschossen hat, aber... So, alles andere ist schick.
Oben ist noch zu. Ich glaube, ich verziehe mich hier schnell. Ich glaube, der andere Spieler lebt noch. Ich habe ihn gerade rennen hören. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Entweder rennt er oder es ist ein Skeps gespawnt.
bloß keinen Bock, unter dem Drogeneffekt jetzt weiter zu fighten, weil ich das Gefühl habe, ich erkenne weniger. Ach scheiße, Mann, ich habe meinen Streamer-Tag. Die können ja sehen, wo ich bin. Drüben war doch gerade jemand, Alter. Scheiß drauf, oder? Ich glaube, der ist Richtung Ausgang gegangen. Er fiel einfach nicht um, habt ihr das gesehen? Also kann keiner sagen, dass ich nicht drauf war. Oh, der steht da immer noch.
Hä? Mir fehlt einer. Away. Ach ja, überall sind Scavy Boys, das ist gut. Das ist gut. Aber munitionstechnisch sieht es, glaube ich, nicht mehr so gut aus. Letzten drei Magazine. Hä? Wo ist er denn? Oh lol! Ich hab ihn nicht geblickt, Alter. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Gar nicht. Der steht direkt vor meiner Nase. War schon wieder zu nah, dass ich den mitkriegen könnte, ey.
So. Komm, ich war schon 10-mal ums Eck, du Hurensohn, Alter. Da, umgefallen, als ich schon um die Ecke war. Ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Desing? Und warum habe ich den nicht erschossen? Auf die Entfernung. Wo habe ich denn hingeschossen? Hat die Scheibe die Kugel aufgehalten oder was? Der hat 2 Hits sowas von on point in seinen scheiß Schädel gekriegt. Okay, der Umstand, dass ich ihn vielleicht nicht getötet habe, würden wir sagen, schlechte Munition. Aber dass ich nicht um die Ecke gekommen bin, what the fuck, was war das für ein Desync, Alter? So. Wir sind... Ich bin scheiße nochmal Topspawn. Topspawn ist nicht gut. Topspawn ist gar nicht gut. Scheiße. Ich weiß, das ist gegen jedwede Spielweise, aber ich werde mich hier in den Busch packen, bis die ersten Leute ihre Ziele eingenommen haben und dann ist gut. Das ist so kontraproduktiv mit dem PMC-Scheiß hier. Ich hätte auch gleich rechts rüber rennen können. Vorne wird schon geballert. Von hinten, die kommen gleich rüber. Kann ich Vision auf die bekommen, weil die hier interessieren mich weniger. Was? War das jetzt gerade der Sniper-Scav oder? Dieser kleine dreckige Scav, Alter. Es hätte jetzt richtig nach hinten losgehen können.
Ich will auch gar keine Spieler abfacken. Also jeder, der das jetzt sieht, ich campe hier nicht, um Spieler abzufacken. Ich will die bloß erstmal an ihre Positions lassen, rein theoretisch in Dorms oder sonst irgendwas, dann sollen sie da hinrennen. Die Dudes geben mir halt eh keine Punkte, so gern ich die PvP-Fights auch mag. Aber sollen sie erstmal machen, ich renne jetzt gleich über die Garagen, Baustelle und dann weiter nach hinten weg, um möglichst viele Scavs abzufangen. Ich habe auch gar nicht so die Zeit gehabt, bis jetzt bei den anderen Streamern mal zuzuschauen, wie die das alles angehen. Ob da tatsächlich echt die meisten versuchen, Bosse und die Guards zu farmen. Oder ob die mehr für Objectives gehen und sagen, okay, ich will den Loot rausziehen. Oder ob sie auch sagen, pass auf, ich mache in erster Linie die Scavs, weil bringt am meisten Punkte. Konnte ich tatsächlich noch nicht so verfolgen. Auf jeden Fall schleicht hier was. Hinter mir. Könnte ein Scav sein. So, die ersten 5 Minuten sind rum. Die meisten sollten jetzt rein theoretisch drüben sein, es sei denn, die hängen noch Ewigkeiten im Big Red ab. Ah, ich hasse diesen Spawn hier. Wenn du nicht in den Dorms rein willst, ist dieser Spawn einfach für den Arsch. Natürlich habe ich es schön zur Baustelle, aber erstmal rüberkommen. Ich werde jetzt auch gleich rüberrennen und dann gucken, dass möglichst kein Spieler mein Antlitz sieht. Okay, kein Scavy Boy hier. Aber auch nicht mal eine Leiche. Drüben. Hört sich an wie Sniper Scav. Ja,
Okay, ist aber kein Sniper-Scav. Ist wahrscheinlich Skeleton. Ich sehe den schon wieder nicht. So, das war einer. Der andere muss nach links weggegangen sein, ohne dass ich ihn gehört habe. Tote Scavy Boys.
Bim, 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 bim. Okay. Ja, Essen wird langsam knapp. Knapperino. Hier schreit kein einziger Scap. Zwar hinten. Sie tot sind. Hier hat schon jemand aufgeräumt. Shit. Ich glaube, wir haben eine Fata Morgana oder was? Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Ist doch einfach alles tot. Alles. Na, ich glaube, das war's hier mit den Skeps. Hier hat jemand genau dasselbe gemacht wie ich. Oder zumindest ähnliche Quests vorgehabt. Ausgang ist offen. Ach, warte mal, ich muss doch hier hinten raus, ne? Ja. Oh, geh ich raus? Ach, ich hab nix, Alter. Jetzt bin ich schon mal im Raid.
Sollte ich schon noch versuchen, vielleicht ein, zwei Spots abzufrühstücken hier. Zumindest hier die Halle und Old Gas. Na, siehst du, da waren zumindest mal noch welche. Das ist wichtig und richtig. Essen wäre cool. Heilung ist natürlich auch nicht schlecht, aber Essen wäre cooler. Ne. Okay, dann versuchen wir nochmal die zwei an der Kante da hinten zu legen, zu looten, gucken, ob die was zu essen dabei haben, dann gucken wir noch kurz Old Gas und dann hauen wir ab. Okay, da sind noch welche. Wo ist er? Da hinten. Gutan privasse da! Cracker.
Gut, dann machen wir uns nochmal fresh und dann können wir raus. Ja, Streamer-Items haben meine Scavarinos jetzt diesmal leider nicht dabei. Hier war schon mehr. Ah, das ist der, der vorhin weggelaufen ist, glaube ich, ne? Oder war das dieselbe andere Runde? Keine Ahnung. Ja, die zwei Spieler haben wir am Anfang verschont. Und so selbst wahrscheinlich auch. Aber da drüben hat trotzdem jemand rumgewütet, ist fuck, ey. Das waren immerhin wieder 9 Scavs. Bitte kein Topspawn, bitte kein Topspawn. Okay, Sandwich. Wieder Sandwich. Use. Ich glaube 25 reichen oder so. So, ich habe einen Spawn direkt vor mir. Gucken wir mal nach einer Grafikkarte. Okay, andere Halle. Andere Halle und MG. Ich könnte jetzt hier tatsächlich alleine sein. Thank you.
Okay, zwei Scavarinos. Ah, da kommt gerade noch einer in meine Richtung. Irgendein Dude. Den haben wir auch gerade schießen hören. Ich weiß nicht, ob es auf unseren Dude war oder auf einen anderen. Warum die beim ersten Schuss nicht umfallen? Das ist M80. Oder verreißt die Waffe so hart?
Hier ist noch einer. Keine Grafikkarte. Okay, hier ist noch einer. Ist das vorne oder ist das drüben? Weil langsam müsste ich, glaube ich, rüber. Ne, hier ist es nicht, das ist drüben. Dann gehen wir mal rüber. Hey, der Dude hat sich doch gerade hier hingelegt. Der hat sich da, der lachte die ganze Zeit dazwischen, Alter.
Okay, da hinten wird immer noch alles weggesprengt, was nicht in die Nagelfest ist. Was ist das? Bei der Tanke scheint nichts mehr zu leben. Scaverino. Okay, aber ich sehe ihn nicht, von daher lasse ich das mal lieber sein. Weil der hat schon ziemlich gut angehalten. Das ist jetzt nicht auf mich. Die Sniper-Scavs sind jetzt dementsprechend, die habe ich jetzt ein- oder zweimal gesehen. Einmal habe ich sie beide bekommen, aber die werden gut weggemacht, ja. Das ist ein normaler Scav, die rennen hier vorne hin. Ja, doch, stimmt. Oh. Doch, stimmt. So, Dölle, trinken kann ich mal alles hier.
Das dürften jetzt aber die zwei hier von der Bushalte sein, denke ich. Im Container können jetzt noch ein, zwei sein. Nur natürlich nix. Zu ruhig. Straße könnte noch einer sein. Oder allgemein drüben auf der Baustelle. Gerade nicht genau gehört, wo die Granaten herkommen. Ich hoffe, ich renne jetzt nicht dahin, wo die Granaten sind. Tin.
Streamer-Item haben wir, glaube ich, auch wieder keinen dabei, aber wieder ein paar Scavies. 12 diesmal. Einmal Sniper. Ach, das war der Sniper-Typ, der kam runter. Auch nicht schlecht. Auf geht die Post. Auf geht die Post vor allen Dingen. Okay, halt, halt, halt. Selbes Spiel wie vorhin. Looten. Runter in die Halle. Oder beziehungsweise an die Ecke da hinten. Und dann... kurz abwarten, ob uns jemand hier gerade ein bisschen das Leben schwer machen möchte. Okay, ein Scavarino haben wir vor uns gehört. Links. Die können wir uns gleich snacken. Ich warte jetzt bloß ab, ob der Spawn da hinten einfach wieder hier direkt rüber rusht. Weil ich habe, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dir, wenn du gerade selber gegen die Scavs vorgehen willst und dir einfach jemand in den Rücken schießt, weil er gerade hier angelaufen kommt. Das ist so der einzige Grund, warum ich bei dem Spawn hier vorne abschimmel kurz. Einfach nur, um das abzuwarten. Okay, da jetzt nicht direkt jemand drüber gesprintet kam, warte ich hier natürlich nicht ewig. Ich gehe jetzt in die Halle. Guck jetzt, ob der Scavarino gleich hier vorne ist, dass ich den kurz wegmachen kann. Weiter links. Okay, drüben auf dem Berg ist keiner. Hier müsste trotzdem irgendwo das Scav laufen. Presseweste. Ah, ich hab's Essen nicht mitgenommen, ich Idiot. Ich hab's Essen gekauft, aber nicht mitgenommen. Ich Idiot.
Okay. Oh, nice. Der Scav kam aber echt geschenkt, ey. Der kam aber echt als Geschenk um die Ecke hier. So, immer noch der dreckige Sniper-Scap, oder nicht? Ich, zumindest sehe ich ihn nicht. Okay, er wird auf jeden Fall schon von wem anders beschossen. Wo sind die Scabby Boys? Keine hier? Ich höre hier nix. Doch, da vorne. Nice.
Na, trotzdem relativ wenig Scavs. Das ist das Halle. Was ist das? Wirkt wie Halle. Okay, hier oben wurde jemand weggemacht. Oh, das ist ein Scav. Er bleibt nicht stehen. Bleib mal stehen. Ach komm, irgendwo muss er doch stehen bleiben. Ach, das nervt doch schon wieder. Auf der Tankstelle scheint auch nichts zu sein. Ist ein bisschen ärgerlich. Ist ja doch noch was auf der Tanke. Ich habe irgendwas gehört, gerade buschmäßig.
wollte doch sagen, ich habe doch was gehört, ey. Es sind noch erstaunlich viele hier so unterwegs, also entweder sind das alles Scavs, aber das ist auch Quatsch, weil die kriegen sich ja eigentlich eher weniger gegenseitig. Und hier im Dorms war auch noch irgendwas. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die hier nicht unbedingt Vision auf die Busstation nehmen. Ansonsten kriege ich gleich ein Problem. Jetzt ist ruhig. Naja, da drüben wird wieder geballert. Aber Spieler, also zumindest Streamer, die an der Challenge teilnehmen, können es nicht sein. Vollautomatische Waffe, na gut, es sei denn, sie geben einen Scheiß auf die doppelte Punkte, aber... Teabag. Ah, scheiße. Ist auch leider schon alles tot. Ja, es war ein bisschen wenig Scavs. Gucken mal, ob wir drüben vielleicht beim Big Red noch was finden. Ja, der Raid muss sich auch gelohnt haben irgendwie. Ja, hier ist ein Scav. Nice.
steckt denn der? Die Waffe zieht so hart nach oben. Wie hart? Zu hart. Ne. Zu hart. Warte mal, hier hinten kann Zeug spawnen, ne? Na, schade. Gucken wir jetzt gleich noch über die Garagen. Oh mein Gott. Ein Beard. Ein Beard. Glaube ich gerade einen Scav gehört. Oder auch nicht. Ist auch schon mau, ey. Ein Scav. Ich hätte mehr erwartet. Ja, ist ja gut. Töte mich halt gleich, ey. Immer noch ein bisschen Scheiß mit zum Verkaufen hier. Oh ja, er kann nicht über Reifen drüber laufen. Dass hier einfach gar kein Scav sein soll, ist halt auch hammer lächerlich. Naja. Schade. Da war jetzt gerade ein bisschen wenig Scavs für den ganzen Quatsch. Topspawn. Fuck. Nicht schon wieder Topspawn. Da kriege ich auf die Fresse. Nicht nur von da, sondern auch von hier. Red Poison, ah, siehst du, habe ich es doch richtig vermutet. Ich wusste es nicht, aber ich habe es vermutet. So. Wie gesagt, ich warte jetzt hier bloß kurz wieder. Erstens, Scav Spawn ist eh noch nicht da. Und die Typen... Oh mein Gott, das Scav Spawn. Hab ich den? Okay. Kann sein, dass ich den habe. Aber ich glaube nicht. Okay, da vorne ist schon gut, dass ich nicht direkt hingerannt bin.
Okay, die Scavs wollen aus der Entfernung bei mir nicht umfallen. Zumindest nicht, wenn ich das Magazin benutze. Die Waffe. Das Magazin, genau. Wenn ich mit dem Magazin schmeiße, fallen sie einfach nicht um. Kennt man ja. Das will ich eigentlich noch gar nicht nachladen, ne? Ich hätte wahrscheinlich einfach mit dem anhalten sollen und gut ist. Scheiße, ich glaube, rechts war gerade was. Okay, hier nicht, aber auf der Straße. Da ist er wieder. Okay, ich muss jetzt stacken, jetzt ist zu wenig viel aus dem Magazin raus. So, hier ist wieder keiner rübergekommen auf der Seite. Ich denke, ich mache mir jetzt gleich auf zu den Garagen. Wo ist der Scav schon wieder hin? Ach meine Güte. Er ging doch gerade da lang. Okay, scheiß drauf, ich geh jetzt näher ran. Fuck, Alter. Das ist ganz schön knapp gewesen, ey.
höre den Scav-Sniper. Aber er liegt zur anderen Seite gerichtet, wie es scheint. Okay, keine Scavarinos hier. Und hier glaube ich auch nicht. Eine M4. Da ist schon ein toter Scav. Das heißt, die sind hier schon wieder weg. Junge. Geht bei denen. Auf der Seite rennen wir nicht. Rennen wir über die Bushalte und dann gucken wir mal, was geht. Vielleicht ist hier schon was nachgespawnt. Ne. Rennen wir über Bushalte vorne und dann gucken wir mal weiter. Bim badi bim bam 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 bi bum bam bum bam bam balam bam. Jetzt ist hier Ruhe. Aber das kam, glaube ich, alles hauptsächlich aus dem Dorms. Scheiße, das ist Tanke. Wenn wir ein bisschen weiter außen rum gehen, könnte ich vielleicht mir eine bessere Position holen.
Also da brüllt immer noch ein Scav unten. Und die Frage ist, warum? Ja, die werden jetzt da drinnen. Da drinnen sein, sich wegmedden, also. Nee, ich will die nicht abcampen. Am Ende haben sie den Fight gewonnen oder was? Und dann bin ich der Idiot, der denn da den Sneaky Kill macht, oder was? Mein fucking Gott. Okay, ich muss mich ein bisschen hinmachen, wenn ich nicht auf den Spieler da treffen möchte. Ja, er sieht mich durch den Busch. So am Arsch hier hinten. Die von der Tanke werden mir 100 pro hinterherkommen. Oder der. Mal nicht meine Scavs wegmachen da hinten. Geh da gerade erst hin. Shit, da ist auch schon alles tot.
Okay, wenn hier nichts mehr ist, gehe ich rüber. Guck die Hallen nach. Weil jetzt rauszugehen, ist auch wieder sowas von Zeitverschwendung. Natürlich wäre Sterben auch Zeitverschwendung, aber ey. Da war noch einer. So, Feierabend. Sorry, dass ich vorhin so schnell weg war. Kunde kam rein. Alles gut, Barber. Alles ist gut. Muss auch sein. So ist das. Hast es ja nochmal reingeschafft, bevor ihr Ende ist. Das ist die letzte Runde jetzt, denke ich hier. Wir machen noch ein paar Scavies tot. Oder ich gehe tot. Eins von beiden. Dann muss es das leider auch gewesen sein für heute. Wenn die Arbeit nicht wäre, sag ich dir, wenn die nicht wäre. Dann könnte ich die 8 Stunden auf jeden Fall voll machen. Sogar hat jemand gesprintet, oder? Mensch, renn doch an den Ding. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen entspannten Feierabend. Ist auch spät genug, sag ich dir. Okay, die M4 ist weitergezogen. Ist jetzt da hinten. Dir natürlich auch. Dankeschön. Da sind auch tote Scavs. Also hier wird auch wieder ganz gut aufgeräumt. Könnte jetzt hier vielleicht noch welche haben. Okay, der Rest ist tot. Renne ich den Weg Richtung Ausgang jetzt nochmal ab. Ich habe da drüben Ausgang, oder? Ich hatte Top-Spawn, ja. Scheiße, ich habe jetzt hier natürlich schon alles abgesucht. Ich denke, andere Scavy Boys werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr finden. Nochmal komplett rüberrennen ist Quatsch. Renne jetzt hier nur noch einmal kurz die Pläne ab. Nix. Wieder zurück. Und dann sagt man wohl, mehr sollte es wohl nicht sein. Hey, hey, hey. Was ist mit dir los? Mit dem Mousen?
Ich schlepp die einfach mal mit. HPBT. Irgendwas bewegt sich hier noch. Okay. War jetzt auch keine übertrieben starke Runde, aber naja, ein bisschen was haben wir geschafft. Aber auch wieder wenig Scavies. Aber immerhin Sniper-Scav. Tja, wenig aufreibend, aber deutlich entspannter als Interchange laufen hier die Raids tatsächlich ab. 10. Immerhin 10 Scavarinos, ein Sniper davon. Zum Abschluss nochmal okay.